Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Weihnachten feiern wir heute aus den ja bekannten Gründen nicht hier in der Kirche, aber doch zumindest aus der Kirche, wenn auch dann nur in Form dieser Videobotschaft. Es ist Weihnachten geworden und die Welt ist trotz allem Schlimmen und dem, was nicht stimmt in unserer Welt, im Großen wie auch im Kleinen, erfüllt von der Freude der Weihnachtsbotschaft. Fürchtet euch nicht vor dem Dunkel der Nacht, denn heute strahlen die Sterne hell. Fürchtet euch nicht vor der Einsamkeit und Fremdheit, denn ihr seid nicht allein. Fürchtet euch nicht vor eurer Sehnsucht, denn Gott hat ihr einen Ort gegeben. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Lassen Sie sich beschenken von Gott mit dem Kind in der Krippe. Hört die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Thank you.
Zurzeit wird auf all unseren Leitungen gesprochen. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich persönlich für Sie da. Sie haben jetzt die Möglichkeit, aus folgenden Bereichen auszuwählen. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Glauben haben, wählen Sie die 1. Wenn Sie wissen möchten, wie hoch Ihr Guthaben noch ist, wählen Sie die 2. Wenn Sie Fragen zu Ihrer letzten Rechnung haben, wählen Sie die 3. 3. Dieses Gespräch kann zu Trainingszwecken aufgezeichnet werden. Wenn Sie damit einverstanden sind, drücken Sie die Raute-Taste. Wenn nicht, legen Sie einfach auf. Raute. Dankeschön. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich persönlich für Sie da. 3. Fragen zu Ihrer letzten Rechnung. Sehr gern. Die Eingabe Ihrer persönlichen Kundennummer ist nicht notwendig, denn diese Auskunft gilt für alle Menschen. Es gibt keine Rechnung. Gott rechnet nicht auf und Gott rechnet nicht ab. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, legen Sie einfach auf. Wir werden uns dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal bei Ihnen melden. Wenn Sie jetzt zum Menü zurückkehren wollen, drücken Sie die Stern-Taste. Stern. Zurzeit wird auf all unseren Leitungen gesprochen. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich persönlich für Sie da. Sie haben jetzt die Möglichkeit... 2. Fragen zu Ihrem Guthaben. Sehr gern. Die Eingabe Ihrer persönlichen Kundennummer ist nicht notwendig, denn diese Auskunft gilt für alle Menschen. Ihr allgemeines Guthaben bei Gott besteht seit Anbeginn der Zeit. Seitdem ist es kontinuierlich angewachsen. Ihre Zeit in Gottes Händen. Wenn Sie jetzt zum Menü zurückkehren wollen, drücken Sie die Stern-Taste. Stern. Ich konnte Ihre Auswahl nicht erkennen. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Stern. Zurzeit wird auf all unseren Leitungen gesprochen. 3, 3, 3, 3, 3. Sie haben jetzt die Möglichkeit... 1. Sehr gern. Ihr Glaube, was haben Sie davon? Bitte bleiben Sie dran. Bitte legen Sie nicht auf. Der nächste freie Mitarbeiter wird sich persönlich um Ihr Anliegen kümmern. Schluss mit der Endlos-Warteschleife, liebe Gemeinde. So geht das einfach nicht. Das muss persönlich gehen, von Mensch zu Mensch. Denn das ist doch Weihnachten. Gott wird Mensch, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Einer wie wir, einer von uns. Und sollte ein Mensch, eine Pfarrerin, ein Diakon, eine Pfadfinderin, einer, der uns ein Vorbild ist, eine, die mir wichtig ist, und er oder sie könnte uns vermutlich Folgendes über unseren Glauben sagen. Glaube hat mit Liebe zu tun. Liebe hat mit Hoffnung zu tun. Und Hoffnung hat mit Glauben zu tun. Dieser Dreisatz ist ganz einfach und lässt sich leicht merken. Aber es geht auch noch ein klein wenig ausführlicher. Wenn du an Gott glaubst, dann glaubst du, du bist für Gott genau richtig. Gott schaut nicht auf deine Fehler. Wo andere dich vielleicht als mangelhaft einstufen würden, da sagt Gott zu dir, siehe, du bist sehr gut. Und solch ein Glaube hat auch mit Liebe zu tun. Wenn du schon einmal einen anderen Menschen geliebt hast oder es immer noch tust, ohne Bedingungen, ohne Einschränkungen, ohne Abstriche, dann weißt du, wie sehr Gott dich liebt. Und solch eine Liebe hat mit Hoffnung zu tun. Hoffnung trotz allem. Hoffnung auch in dieser schwierigen Zeit. Hoffnung trotz Fremdenfeindlichkeit und Corona und Lockdown. Hoffnung gegen alle Vernunft, gegen schlechte Prognosen. Hoffnung auf ein gutes Ende. Hoffnung gegen alle schlechte Erfahrungen, die wir machen. Darauf, dass jetzt die Zeit für eine Ausnahme gekommen ist. Und solch eine Hoffnung hat zu tun mit dem Glauben an Gott. Weihnachten ist Gottes Liebeserklärung an die Welt. Und das kann man doch gar nicht oft genug hören. Euch, ihnen, dir und mir ist heute der Heiland geboren. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, du bist Mensch geworden. Lass Christus Raum gewinnen in deiner Kirche, damit sie Frieden verkündigt, Freude predigt und Heil ansagt. Damit sie weitergibt, was sie von ihm empfängt, damit sie sich nicht fürchtet vor den Mächten dieser Welt, sondern zu einem Zeichen der Versöhnung wird. Wir bitten dich, Gott, schenke deinen Frieden allen Völkern, die Krieg führen. Herr, erbarme dich. Heile die Menschen, die große Schmerzen haben. Herr, erbarme dich. Verbinde die Herzen der Menschen, die sich zerstritten haben. Herr, erbarme dich. Tröste die Kranken und Sterbenden mit deiner Nähe. Herr, erbarme dich. Halte unsere Verstorbenen fest in deinen Armen. Herr, erbarme dich. Leite uns jeden Tag auf Wegen des Friedens. Herr, erbarme dich. Gott, dein Sohn ist in unserer Welt mit einer Liebe, die unser Verstehen übersteigt. Rühre uns an, Gott. Sei du unser Ein und Alles, bis du selber uns heimrufst in dein ewiges Reich. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wünschen Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten, gerade in diesem Jahr und zu dieser Zeit. Und gehen Sie in diesen Weihnachtsabend und in die kommenden Weihnachtstage mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.